Peace Leute, was geht? Neues Video am Start von Sneete. Heute habe ich für euch erneut einen Drop-Info, denn am 11. Februar droppt ein weiterer Jordan 4. Und genauer gesagt handelt es sich hierbei um den Jordan 4 Craft. Vor 2 Tagen ist der Jordan 4 Seaform gedroppt worden. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, checkt dies auf jeden Fall ab. Dort haben wir den Seaform uns genauer angeguckt und Price Prediction abgegeben, in welche Richtung der sich die nächsten Zeiten entwickeln kann. In dem Video schauen wir uns aber den Craft genauer an, Materialien, Verarbeitung und so weiter und so fort. Bleibt auf jeden Fall dran, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Um 9 Uhr ist es soweit. Auf der Nike Sneakers App erwartet uns der Craft. Der Craft sieht vom Optischen her etwas anders aus wie die Jordan 4er, die in den letzten Monaten gedroppt worden sind. Oder besser gesagt auch als der Seafoam. Bei dem Seafoam haben wir ein ganz klassisches Color Blocking, so wie wir es auch bei den Midnight Navies, Military Blacks und den ganzen Jordan 4ern kennen. Das Ganze wird für 219,99 gedroppt. Der Preis hierbei ist wahrscheinlich noch gleich geblieben. Es handelt sich ja hier nicht direkt um ein SE-Modell, das steht ja immer auch mit drin, aber hier haben wir ein 219,99 Euro Modell. Bei dem Seafoam sieht es ja anders aus, da wurden die Preise ja leicht angehoben. Wir waren mal irgendwann bei 179,99, dann bei 189, 199 und jetzt sind wir auch schon bei 209,99. Das wird wahrscheinlich der Basispreis oder der Standardpreis für einen Jordan 4er sein und die SE-Modelle wahrscheinlich 219,99. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass die auch angehoben werden. Nun, was unterscheidet sich den Jordan 4 Craft von den anderen Jordan 4ern bzw. den Standard Jordan 4ern? Hier haben wir einfach viel mehr Lederarten verwendet oder vom Optischen sieht das nicht ganz so standardmäßig aus wie der Seafoam, Midnight Navy, Military Black und die ganzen Jordan 4er, die in den letzten Monaten gedroppt worden sind. Hauptsächlich besteht der Sneaker im Upper aus grauem Leder, gemischt durch glatt Wildleder. An sich sieht das Ganze wirklich sehr, sehr nice aus. Hauptsächlich haben wir hier graue Farbe verwendet, auch auf der unteren Sohle, nur etwas ein bisschen dunkler und bronze bis goldene Akzente. Sieht auf jeden Fall im ersten Blick richtig, richtig nice aus. Wir werden auf jeden Fall drauf gehen. Wenn wir einen kaufen sollten oder ankaufen, werden wir diese natürlich auch im Video euch präsentieren, damit ihr euch auch ein eigenes Bild machen könnt und vielleicht ja Bock habt, den euch zuzulegen, aber nicht sicher seid. Eins unterscheidet sich hier bei dem Craft auch noch. Die Schnalle, wo man die Laces zusammenbindet, ich werde euch das Ganze einblenden, ist hier etwas anders. Nicht so wie bei den anderen Jordan 4ern aus Gummi, sondern hier haben wir auch wirklich Leder verwendet. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ich habe das Ganze hier vorliegen und gefällt mir plötzlich sehr. Ich werde auf die beiden Vierer eingehen, beziehungsweise bin auf den Seaform schon eingegangen. Aber wenn ich den Craft koppen werde, wird der auch definitiv gerockt. Sieht auf jeden Fall geil aus. Einige haben auch in die Kommentare geschrieben, dass der wieder Purple Canyon bricken kann. Ich muss aber auch erwähnen, dass der Purple, also der ist ja im Sneakers Day gedroppt worden, dass er in großen Größen wirklich extrem gut geht, weil das auch ein Woman's Size Run war und die Woman's Size Runs gehen normalerweise immer bis 44,5, aber bei Nike kriegt man auch einige große Größen und diese hat man bei dem gehabt und die gehen wirklich relativ gut weg. Aber ich stimme diese nicht zu, weil der Craft sieht einfach insgesamt viel cleaner aus und ist einfach alltagsfreundlicher und man kann den auch viel einfacher kombinieren, viel krasser anziehen, finde ich. Ja, so viel dazu. Die Verarbeitung, dazu kann ich euch noch nicht viel sagen. Wie gesagt, wenn wir den an Hand haben, werden wir den auf jeden Fall uns genauer unter die Lupe nehmen. Ich habe auch in einigen Foren gelesen, dass es sich bei dem Drop um eine Stockzahl von 1 Million Paaren handelt. Und dasselbe gilt auch für den Seafoam. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr extreme Summe, auch für einen Jordan 4er, weil so eine Summe kannte man jetzt in der Vergangenheit nicht. Bei den Dunklongs war das schon etwas Standard, aber bei den Jordan 4ern war das nicht der Fall. Ich hoffe, dass das nicht so einen negativen Lauf nimmt, dass die Jordan 4er jetzt wöchentlich gedroppt werden, immer in neue Paare mit 2-3 Millionen Stocks. Das würde auf jeden Fall den Markt nicht gut tun. Der aktuelle Resale-Wert von dem Craft ist ungefähr laut StockX
370 bis 400 Euro aktuell, Leute. Ich bin der Meinung, dass er nach dem Drop stark droppen wird auf unter 300 Euro. Also ich tippe schon, dass man den nach dem Drop für 270, 280 loswerden kann. Ob man den jetzt halten oder verkaufen sollte, Quickflip werdet ihr auf jeden Fall einiges mitnehmen können. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass man Jordan 4er, vor allem so cleane Dinger, nicht sofort verkaufen sollte und einige Zeit stocken sollte. Wenn wir uns die älteren Modelle angucken, wie der Military Black und UNC und die ganzen Modelle, die gedroppt worden sind, Black Canvas, sind mit der Zeit extrem stark gestiegen und hier sehe ich definitiv Potenzial. Ich muss auch noch erwähnen, dass der Craft auf der Nike Sneakers App zweimal gedroppt wird. Einmal ganz normal Men's Size Run und einmal in PS Size Run. Das Ganze wird für 149,99 gedroppt. Ich meine, hier könnt ihr wahrscheinlich bis 39, Größe 39 gehen. Ist also eine coole Alternative für, wenn ihr eine weibliche Zuschauerin seid oder für eure Freunde, für eure Schwester, was auch immer, ist das eine sehr, sehr geile Alternative, wenn man so einen geilen Jordan 4er für 149,99 im Retail mitnehmen kann. Was will man mehr? Außerdem gibt es noch einige Raffles hierzu, aber spätestens jetzt nach dem Video werden die Raffles auch schon zu Ende sein. Also denke ich, bringt das Ganze euch nichts. So Leute, das war's auch schon mit dem Video. Ich möchte das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Ansonsten checkt auf jeden Fall unsere Instagram-Seite ab. Dort haben wir unsere Produkte auch schon zur Schau gestellt, gepostet und noch einige Informationen preisgegeben. Einige, sage ich mal, Drops fehlen noch. Diesbezüglich werden auch noch einige Stories folgen. Also wenn ihr uns noch nicht auf Instagram abgecheckt habt, solltet ihr auf jeden Fall tun. Im Hintergrund seht ihr ja schon einige Sachen, unter anderem die Box. Wie gesagt, checkt einfach unser Instagram ab. Dort gibt es wirklich sehr, sehr interessante Dinger. Und sehr bald ist auch unser Shop online und wir erwarten euch alle zur Eröffnung. Wie gesagt, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal für mehr. Bleibt gesund. Peace.